In diesem Video gebe ich Ihnen Tipps, worauf Sie achten können, dass die Stabübung Spirale Ihrem Namen auch gerecht wird. Das ist gar nicht so einfach, wie man meinen könnte. Jetzt sollten Sie hinten im Rücken versuchen zu spüren, ob der Stab tatsächlich so steigt, wie Sie es sich vorgenommen haben, oder ob Sie die Spirale machen und dann steigen Sie ein bisschen, dann kommt der Bauch. Und dann meinen Sie, Sie steigen, aber Sie kommen nur noch auf die gleiche Höhe. Und dann kommt die Brust und dann meinen Sie, ja, das, ich bin ja schon oben, aber Sie kommen höchstens bis zum Rücken und dann sind Sie oben beim Schlüsselbein. Sondern, wenn Sie jetzt weitergehen vom Schlüsselbein, gehen Sie doch mal mit dem Stab so zurück, dass Sie wirklich hier lang streichen und körperlich spüren, ja, ich bin da oben. Und bei der nächsten Rundung, wenn Sie nach der Brust vorne zum Rücken kommen, ja, ich bin noch hier im Bereich des mittleren Rückens. Und wenn Sie dann vom Bauch nach hinten kommen, ja, ich bin auf der Höhe des Pos und jetzt komme ich unten an. Und danach machen Sie das frei und spüren nur noch, bin ich auf den Höhen, bin ich auf dem mittleren Rücken und komme ich wirklich beim Schlüsselbein vorbei. Auf dem Weg nach vorne bringe ich Energie der linken Seite nach vorne. Und ich mache innerlich mir bewusst, ich zeige, dass ich steige bei jeder Bewegung. Ich zeige, ich mache sichtbar, dass ich steige. Ich erlebe das. Ich steige und ich steige. Und das wird am Stab sichtbar. Und danach schaue ich, dass ich sinke. Schau, dass du sinkst. Dass ich nicht innerlich oben bleibe und lasse den Stab da runtergehen und bleibe hier gespannt, sondern der Stab sinkt und ich sinke. Schau, dass du sinkst. Und trotzdem fällt der Stab nicht hinten plötzlich nach unten, sondern er sinkt. Schau, dass du sinkst. Schauen Sie mal, dass Sie wirklich so aus der Weite diese Bewegung abschließen, dass der letzte Griff, der Stab, unten ankommt. Dann wissen Sie, ja, ich bin unten. Schnell passiert es, dass man die letzte Bewegung so macht, man kommt vor, an und dann sagt man so und gut was. Und wenn diese Bewegung am Schluss, ja, jetzt noch möglich ist, dann war man vorher, wie Sie sich denken können, ja noch gar nicht ganz unten. Wenn Sie aber unten waren, dann sind Sie angekommen und der Trichter dieser Pyramide steht von Anfang an. Auch wenn sich der Stab nur in dem Bereich zwischen dem Beckenboden und dem Schlüsselbein bewegt, spielen die Beine trotzdem fein mit. Wenn ich nach oben steige und spüre mich im Körper, reagieren die Beine. Bei mir gab es jetzt Strom nach unten und die Beine fühlen sich natürlich gestreckt an. Wenn ich dann weitergehe nach unten, entsteht ein anderes Gefühl in den Beinen. Und ich empfinde das und gehe ein bisschen damit mit. Und beim Nachspüren kann man dann merken, dass die Beine tatsächlich auch von dieser Übung profitiert haben.